Wunderschönen guten Abend zusammen zum Webinar Einstieg in den Optionshandel mit der Trader Workstation. Ja, das Ganze ist ein Webinar direkt von FX Flat. Ich sitze hier, mein Name ist Florian Scharschmidt. Ich sitze hier zusammen mit dem Kollegen Steffen Schnier. Wir begrüßen Sie ganz herzlich im Namen von FX Flat zu diesem, ja, ich sag mal, Einführungsvideo, Einführungswebinar in den Optionshandel für die Trader Workstation. Das Ganze ist wirklich für Einsteiger gedacht. Ja, also es ist vielleicht auch für die Leute, die sich mit Optionen schon vielleicht ein bisschen besser auskennen, aber in der TWS noch neu sind, vielleicht auch ganz gut. Ne, von daher, wir machen heute wirklich erstmal Basics. Ne, das heißt, erstmal, was ist eine Option? Wie funktioniert das überhaupt? Was sind deren Bestandteile? Und vielleicht auch, was für Marktdaten kann man benutzen? Ja, und dann werden wir uns in die Plattform begeben. Und in der Plattform werden wir dann zwei unterschiedliche Wege uns einmal angucken, wie man Optionen handeln kann. Ja, einmal in der klassischen Ansicht der Trader Workstation und im weiteren Verlauf werden wir dann schauen, dass wir einmal mit dem Option Trader einmal umgehen werden. Ja, der hat da schon noch ein paar, ich sag mal, feinere Einstellungsmöglichkeiten oder sowas. Ja, ich werde Ihnen zeigen, wie Sie eine Order aufgeben. Gerade über den Option Trader und auch wie sie sich vielleicht mal ein Performance-Profil anzeigen. Ja, das heißt, dass sie wissen, okay, wie kann sich jetzt meine Position entwickeln, na, im Verlauf. Und ganz zum Schluss besprechen wir einmal nochmal ein bisschen Optionsstrategien. Ich zeige Ihnen da mal so ein, zwei Beispiele, was man alles so mit Optionen machen kann, na, wie sich das Ganze aus, also wie das Ganze aussieht. Ja, bei Optionen gibt es da immer so schöne Diagramme, je nachdem, was man da an verschiedenen Positionen zusammenbastelt. Gut, aber Sie kennen es alle, ganz wichtig, bevor ich anfange, hier irgendwas zu sagen, ganz gleich, ob es Optionen sind, Futures oder CFDs, das Webinar dient wie immer nur zu Schulungs- und Informationszwecken. Bitte verstehen Sie nichts von dem, was ich gleich eventuell zeigen werde, oder vielleicht auch Handel als Handelsberatung oder Anlageempfehlung. Ja, das ist ganz wichtig, denn schlussendlich müssen Sie immer Ihre eigenen Entscheidungen treffen. Wenn Sie irgendwie eine Frage haben zur Umsetzung Ihrer Ideen oder sowas, naja, können Sie uns vom Support natürlich immer gerne anrufen. Wir helfen Ihnen natürlich gerne dabei weiter, ja, Ihren Ansatz umzusetzen. Nur wir geben halt keine Anlageberatung oder dergleichen. Ja, gut, dann würde ich einmal in die Trader Workstation springen. Okay, ich weiß nicht, vielleicht haben Sie ja schon mal mit der Trader Workstation gearbeitet. Ja, es gibt da, wir zeigen in den Videos immer die klassische Ansicht, ja, weil die für unser Verständnis hier am einfachsten zu bedienen ist. Aber bevor wir jetzt uns viel mit der Trader Workstation auseinandersetzen, erstmal zum Thema Option. Ja, was sind Optionen? Das ist immer die wichtigste und erste Frage. Grundsätzlich haben Sie bei Optionen, ich sag mal, vier Möglichkeiten. Ja, es gibt immer die Option A, eine Option zu kaufen oder B, eine Option zu verkaufen. Eine Option, ich zeige Ihnen jetzt mal ein Bild. So, es gibt bei Optionen Calls und Puts. Ja, das eine ist eine Kaufoption und das andere ist eine Verkaufsoption. So, wenn Sie jetzt eine Option kaufen, dann handeln Sie einen Long Call. Sie sehen es hier unten schon. Das fängt im Minus an mit dem Gewinn und Verlust und geht irgendwann in den Gewinn. So, wenn Sie eine Long-Position einer Option handeln, kaufen Sie sich ein Recht. Ja, das heißt, Sie geben eine gewisse Prämie aus, ja, die müssen Sie bezahlen, damit Sie ein Recht haben, also das Underlying, das heißt, ein Underlying kann sein eine Aktie oder auch etwas anderes oder ein Future oder dergleichen, ja, aber wir begrenzen uns jetzt erstmal auf Aktie. Das heißt, ich kaufe mir bei einem Long Call das Recht, in der Zukunft oder auch jetzt zu einem bestimmten Preis eine Aktie zu kaufen. Ja, in diesem Beispiel ist das jetzt hier 100. Ja, also gehen wir jetzt mal davon aus. Sie sehen es im Hintergrund hier oben. Ja, die Apple-Aktie steht jetzt hier gerade bei $163. Gehen wir jetzt mal davon aus, die Apple-Aktie würde, ja, ich sag mal, bei 90 stehen. Ja, die Apple-Aktie steht bei 90 und ich sage, okay, ich möchte mir jetzt das Recht kaufen,
eine Apple-Aktie für 100 Dollar zu kaufen. Ja, dann ist das im jetzigen Moment natürlich noch nicht gewinnbringend für mich. Warum sollte ich etwas für 100 kaufen, wenn ich es am Markt direkt für 90 bekomme? So, dementsprechend muss ich natürlich wenig für diese Option bezahlen. Wenn jetzt aber die Aktie auf 110, ja, oder 120 Dollar steigt, dann kann ich natürlich mit meinem Recht, was ich mir gekauft habe, ja, davon kann ich dann gebraucht machen und dann würde ich quasi eine Aktie, die aktuell bei 120 steht, für 100 Dollar kaufen können. Ja, das ist das Grundprinzip von einer Option. Quasi mir jetzt das Recht zu sichern, eine Aktie zu einem bestimmten Preis zu kaufen. Ja, das ist das Grundprinzip von einem Call. So, derjenige, der sich dieses Recht kauft, handelt einen Long Call. Und dem gegenüber steht immer eine andere Partei, die diesen Call verkauft. Diese Person handelt dementsprechend einen Short Call. Bei einem Long Call ist es nun so, dass man nicht mehr verlieren kann als die Prämie, die man gezahlt hat. Ne, wenn man sagt, okay, ich habe jetzt ein Recht gekauft, habe dafür jetzt 200 Dollar ausgegeben und entweder mache ich davon Gebrauch oder nicht. Mehr als das kann ich nicht verlieren. Auf der anderen Seite, die Position, die das verkauft hat, bekommt natürlich von der anderen Seite die Prämie, hat also von Sekunde 1 200 Dollar in der Tasche. Ja, die darf die dann so lange behalten, na, es gehört dann der Person. So, wenn jetzt aber natürlich der Long Call ausgeübt wird, ja, mit einem sehr hohen Gewinn, ne, und eine Aktie zu 100 dann gekauft wird, muss der Short Call natürlich die Aktie zu 100 an den verkaufen. Wenn er die Aktie nicht hat, dann muss er quasi am Markt für 120 Dollar eine Aktie kaufen und die für 100 direkt wieder verkaufen. Also Verlustgeschäft. Optionen sind hochspekulative Produkte, denn in der Regel ist es so, dass eine Option 100 Aktien beinhaltet. Ja, das heißt, es ist nicht 20 Dollar in dem Beispiel, sondern 20 Dollar mal 100. Ja, also Optionen kann man jetzt nicht gleichsetzen mit dem Handel von Aktien oder dergleichen. Das sind hochspekulative Derivate. Von daher, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. So, das nur zum Grundprinzip, ja, von einem Call. Auf der anderen Seite gibt es natürlich auch noch das Recht, etwas zu verkaufen. Na, gerade hatten wir das Recht, etwas zu kaufen. Und man kann natürlich auch sich das Recht sichern, etwas zu verkaufen. Das sind sogenannte Put-Optionen. Sie sehen es schon, gleiches Prinzip. Der Long Put startet im Verlust und wird immer höher im Profit, desto weiter die Aktie nach unten geht. Na, weil es macht natürlich mehr Sinn, etwas zu, wenn man sich das Recht kauft, etwas zu 100 zu verkaufen, als wenn etwas bei 80 steht. Ja, deshalb bei einem Long Call setzt man immer auf steigende Kurse und bei einem Long Put setzt man immer auf fallende Kurse. Ja, wenn Sie sich das hier angucken, dann ist Long Put, mach Gewinn, wenn die Kurse fallen. Und bei einem Short Put mache ich sag mal, ich kriege ja die Prämie und mache quasi so lange, darf ich meine Prämie behalten, bis die Aktie fällt. Also gehe ich davon aus, dass die Kurse entweder gleich bleiben oder leicht steigen. Ich gehe nicht davon aus, dass die Kurse stark steigen, denn dann würde ich einen Long Call handeln. Ja, das heißt, Short-Positionen bei Optionen sind immer gewinnbegrenzt, ja, haben aber sehr hohes Verlustpotenzial. Man nennt so Positionen auch in der Regel Stillhaltergeschäfte, weil man verkauft eine Option und wartet und hofft, dass die andere Partei nicht ausübt, damit man im Verlust ist. Na, ich lege Ihnen das jetzt einmal nochmal nebeneinander, damit Sie da einmal den Vergleich haben. Na, Long Call, Gewinn, wenn der Kurs steigt und Long Put, Gewinn, wenn er fällt. Ja, und das sind die vier Grundpositionen. Ja, das heißt Long Call, Short Call, Long Put, Short Put. Und die kann man natürlich miteinander kombinieren, wie man möchte.
Ja, also es gibt Optionen mit unterschiedlichen Laufzeiten. Ja, also es ist in der Regel immer der dritte Freitag im Monat, ja, wo die Optionen dann verfallen. Ja, man kann Optionen schon weit in die Zukunft handeln, schon mehrere Jahre mit einer Laufzeit. Und wenn Sie sich jetzt vorstellen, umso weiter ich in die Zukunft denke, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass gegebenenfalls der Kurs steigen kann. Ne, weil es ist noch sehr viel Zeit und man kann jetzt quasi schon ein Zitat anbringen, Zeit ist Geld, denn so ist es schlussendlich. Ja, das heißt, Sie haben immer den Wert einer Option, den sie schon inne hat, plus die mögliche Zeit, die noch vergehen kann, bis die Option verfällt. Ich zeige Ihnen das jetzt mal in der TWS. Gebe jetzt mal hier ein. Fangen wir einfach mit Apple an. Gehen mal über Optionen. So, und jetzt sehen Sie schon, jetzt öffnet sich hier ein Fenster. Ja. Hier geht es jetzt los. Was für eine Laufzeit möchte ich wählen? Kurze Laufzeit oder etwas länger? Also, wie ich schon gesagt habe, da gibt es eine große Auswahl. Ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel den Juni. So, jetzt habe ich auf der einen Seite meine Calls und auf der anderen Seite die Puts. So, das, was Sie hier sehen, ist immer der Preis der jeweiligen Option. Ja, Sie sehen Geld- und Briefkurs, ne, kaufen und verkaufen. Und hier in der Mitte befindet sich immer der Basispreis, der sogenannte Strike. Das, was ich eingangs gesagt hatte, wenn ich hingehe, möchte jetzt hier eine Option auf Apple handeln. Die steht jetzt bei 163. Ich gehe aber davon aus, dass Apple noch bis zum Juni über, sagen wir mal, 180 Dollar steigt. Ja, dann würde ich quasi eine 180er Long Call handeln. Also ich kaufe mir das Recht, eine Apple-Aktie zu 180 Dollar zu kaufen. Ja, wenn ich das mal hier anklicke, zack, sehen Sie schon, kommt das hier oben rein. Und hier ist nämlich direkt, das ist die Prämie, die Sie bezahlen müssen, damit Sie sich dieses Recht sichern können. Ja, obwohl der Kurs jetzt noch viel niedriger ist als die 180, kostet diese Option trotzdem schon fast 3 Dollar. 3 Dollar mal 100, denn eine Option verbrieft in der Regel immer 100 Aktien. Zumindest ist es bei den amerikanischen so. Wenn man in den asiatischen Raum geht, dann verändert sich das alles immer ein bisschen. Da kann es dann auch mal 600 sein oder sowas. Aber in der Regel sind es immer 100 Stück. Ja? So. Das heißt, wenn ich mir jetzt das Recht sichern möchte, für Apple für 180 Dollar zu kaufen, muss ich Stand jetzt 300 Dollar dafür bezahlen. Ja? Ob ich das dann ausübe und sage, okay, ich möchte jetzt gerne die Apple-Aktien haben oder ob ich das nicht tue. Ja, das obliegt Ihnen. Also da kommt es immer drauf an. Denn Sie können sich vorstellen, diese Prämie, die Sie jetzt bezahlen, ja, also die Option, die können Sie ja auch jederzeit wieder abgeben. Und in dem Moment, wo Sie sie abgeben und sie steht höher als zu Ihrem Einkaufspreis, sind Sie natürlich auch schon im Gewinn. Also die Option schließen und nicht auszuführen. So. Dann würde man quasi hingehen und sagen, Rechtsklick, kaufen. Und schon hat man die Orderzeile hier drin. Wie das mit den Orderzeilen funktioniert und an sich die Ordererstellung, haben wir in einem anderen Video schon gezeigt gehabt. Ist so eine dreiteilige Reihe, Einführung in die Trader Workstation an sich. Ja, da sind die ganzen, ich sag mal, Grundmechaniken der Trader Workstation erklärt. Deshalb gehe ich jetzt hier in dem Webinar mal nicht drauf ein. Ist jetzt gerade eine Frage reingekommen, ob man den, ja, Sie müssen jetzt unterscheiden, ob jetzt Optionsschein oder Option. Wir sind ja jetzt hier gerade im Thema Option, ja, aber Sie müssen bei der, es gibt, Optionen haben zwei unterschiedliche Ausführungsmethoden. Nochmal für alle, die Frage war jetzt, ob man eine Option bis zum Laufzeitende halten muss. Das kann ich jetzt mit einem Jein beantworten. Denn in der Regel ist es so, dass Optionen einen amerikanischen Stil haben.
Es gibt den amerikanischen und es gibt den europäischen Stil. Ja, die amerikanische Option ist vom Moment, wo man sie kauft, bis zum Moment, wo sie ausläuft, jederzeit schließbar. Ja, jederzeit ausführbar und schließbar. Bei einer europäischen Option, ja, ist dem nicht so. Man kauft die Option und kann sie nur am Verfall wieder abgeben. Ja, das ist der Unterschied zwischen den beiden. Aber theoretisch, wenn Sie jetzt die Option hier handeln würden, dann können Sie die auch in einer Woche oder in 5 Minuten oder in einem Monat wieder direkt verkaufen. Ja. So, das zum Ausführungsstil vielleicht noch gesagt. Okay, jetzt steht in der Orderzeile drin, kaufen Menge 1. Nicht vergessen, eine Option verbrieft 100 Aktien. Also wenn Sie jetzt auf Kaufen drücken würden, würden Sie nicht $2,96, sondern $296 bezahlen. So, dann natürlich Gültigkeit bis zum Tagesende oder Go till Cancel. Jetzt kommt es darauf an, wie man eine Option ausführt. Ja, also in der Regel ist es so, dass Optionen per Limit gehandelt werden. Man kann Optionen auch Market handeln. Jedoch ist es natürlich so, dass wenn man Market handelt, natürlich auch einen schlechteren Kurs bekommen kann. Ne, das ist ja ganz, so ist es ganz normal am Markt. Eine Market Order kann auch schlechter ausgeführt werden, aber bei einer Limit Order ist es immer so, dass ich meinen Kurs, den ich haben möchte, ja, hier die 2,96 oder besser, ne, denn es wäre natürlich schön, wenn ich genau zu meiner Ausführung vielleicht die Option für 2,90 bekomme. Also $2,90. Das wäre natürlich noch besser für mich. Das ist bei einer Limit möglich, aber ich würde jetzt nicht die Option für 3 bekommen können. Das verhindert die Limit Order. Wenn man jetzt hier einen Rechtsklick drauf macht, gibt es hier den Punkt Margin und Performance Profil prüfen. Ich klicke das mal an. Dann geht hier dieses schöne Fenster auf, wo alle Informationen drinstehen, die jetzt darauf sich beziehen, wie viel ich an Margin hinterlegen muss oder dergleichen. Ja, aber dafür später mehr. Wichtig ist erstmal das Performance-Profil. So, das stelle ich jetzt mal bis Laufzeitende ein, damit man das ein bisschen veranschaulicht hat. Machen wir das hier mal ein bisschen kleiner, die Verschiebung. So, sehen schon hier unten, solange der Kurs unterhalb von den 180 ist, ja, habe ich immer meine Prämie bezahlt. Ja, ein Kurs von 2,93 ist jetzt angesetzt. Ja, das heißt, ich würde 293 als maximalen Verlust haben. Ja, Long Call, die 293 sind die Prämie, die ich anfangs gezahlt habe. Und dementsprechend kann ich auch nicht mehr verlieren als das. Ja, dementsprechend haben Sie auch, Sie haben ja bei uns zwei unterschiedliche Kontomodelle. Ja, das heißt, es gibt ja Margin-Konten. Und es gibt Cash-Konten. Ja, und daher können Sie auf einem Cash-Konto nur Long-Optionen handeln. Ja, das heißt ein Long-Call oder ein Long-Put. Es sei denn, Sie haben die Aktien, die Sie liefern würden. Ja, das heißt, Sie müssen ja, wenn Sie eine Short-Position haben, 100 Aktien liefern. Ja, es sei denn, die haben Sie im Depot. Dann können Sie mit einem Cash-Konto auch Short-Positionen handeln. Sollten Sie Ihre Aktien in der Zwischenzeit kaufen oder verkaufen, sodass sie nicht mehr vorhanden sind, dann wird Ihre Option automatisch geschlossen. Das ist ganz wichtig noch als Hinweis dazu. So, zurück zum Long Call. Geht der Kurs weiter runter, verliere ich nicht mehr als meine 293. Geht der Kurs aber hoch, ja, bin ich natürlich so lange noch hier im Performance-Profil im Verlust, bis meine $289 wieder reingeholt wurden. Ich zoome das jetzt noch mal ein bisschen näher ran. So. Machen wir es so. Genau. So, Sie sehen schon hier, wenn ich mit dem Mauszeiger hier mal so ein bisschen drauf gehe, bin ich noch bei minus 9 und da bin ich schon im Gewinn. Hier links sehen Sie Break-Even. Das heißt, wenn die Aktie bei 182,89 steht, würde ich meinen maximalen Verlust schon raushaben, ja, und wäre quasi plus minus null. Ab dahin, jeden Cent, den die Aktie steigt,
mache ich jeden Cent, den die Aktie steigt, mal 100 Gewinn, denn es verbrieft 100 Aktien. Ja, dementsprechend sehen Sie schon hier, wenn ich ein bisschen höher gehe und schon über den 180 bin, wie rechts an der Y-Leiste sich mein Gewinn und Verlust dementsprechend erhöht. Ja, ist natürlich unbegrenzt nach oben, sieht man hier links ja auch bei der maximalen Rendite, denn eine Aktie kann natürlich unbegrenzt steigen. Ob das jetzt wahrscheinlich ist, ob das jetzt eintritt, steht auf einem anderen Blatt Papier. Dennoch ist es so, dass mein Verlust begrenzt ist und meine maximale Rendite bei einem Long Call unbegrenzt ist. Das ist so das Grundprinzip bei einem Kauf eines Calls. Na klar, bei mir sieht das jetzt ein bisschen anders aus, weil ich ein Margin-Konto hier hinterlegt habe. Ja, aber grundsätzlich, Sie bezahlen die Prämie, können nicht mehr als die verlieren und sobald Sie im Break-Even-Punkt sind, ist plus minus null und dann ist nach oben alles offen. Ja, okay. Das war das Performance-Profil. Ich kann Ihnen noch mal eben zeigen. Und Sie sehen hier links meine Apple-Option, die ich hier eingeblendet habe, die ist so rot hinterlegt. Ja, das bedeutet, meine Option ist noch nicht im Geld. Ja, wenn das jetzt hier die Aktie auf 180 steigen würde, dann würde sich dieses jetzt hier auf grün verfärben, denn dann wäre meine Option im Gewinnbereich. Ja, ich zeige Ihnen mal, wie Sie das einstellen können. Das ist nur eine kleine Spielerei, vielleicht ganz interessant für jemanden, der gerade anfängt. Gibt es unter den Einstellungen hier ganz oben rechts über das Zahnrad und dann über die Anzeige bei Einstellungen und hier ganz unten rechts Farbkennung von Optionen. Ja, da ist es mit drin. Da kann man die Farbe natürlich beliebig ändern. Wenn Sie es lieber blau und gelb haben wollen, können Sie es auch machen. Aber klassisch ist grün im Geld und rot aus dem Geld. So. Okay. So, das ist jetzt die Eingabe, wie es hier grob funktioniert in der klassischen Ansicht. Es gibt aber auch noch die Möglichkeit, über den Option Trader zu handeln. Der Option Trader ist ein bisschen, ja, ich sag mal komplexer, aber der kann natürlich auch mehr. So, ich zeige Ihnen mal eben. So, der geht dann hier so auf und dann kann ich hier oben links mein Produkt eingeben, Enter drücken. Nein. Ich habe das in einem anderen Tab schon auf, deshalb schreibt er mir das. Ich wechsle einmal eben darüber. So. Hier habe ich den Option Trader eingebunden, fest in die Trader Workstation. Wie man das Layout verändert oder dergleichen, das müsste in dem ersten oder dem zweiten Einführungsvideo, müsste es drin sein, wie man das machen kann. Den Button zeigen für Optionen. Ob ich nochmal den Button zeigen kann für die Optionen, kam jetzt gerade die Frage rein. Ich weiß jetzt nicht genau, welchen Sie meinen, aber eventuell, wenn ich jetzt hier ganz normal das Produkt eingebe und Enter drücke, gibt es hier oben die Möglichkeit, Optionen zu öffnen. Ah, wo es das Profil gibt. Okay, alles klar. Dann machen wir nochmal das Profil rein. So, nehmen wir einfach hier mal die Option. Ein Rechtsklick und Sie können quasi theoretisch hier schon, sobald Sie die Option hier drin haben, einen Rechtsklick machen und dann Performance-Profils anzeigen. Aber dann ist noch nicht die Richtung aufgezeigt, ob Sie das jetzt kaufen oder verkaufen. Deshalb erst auf Kaufen, Rechtsklick, Performance-Profil prüfen und hier unten ist so ein kleines Häkchen. Darüber sehen Sie dann das Profil direkt. Zack, geht es zur Seite auf. Und dann haben Sie hier den Graph. Nicht wundern, warum hier so eine gepunktete Linie drin ist. Ja, das ist der aktuelle G&V-Verlauf am heutigen Tag. Ja, in der Regel stellt man es immer auf den Verfallstag ein und dann hat man auch diese typische Kurve. Ja, genau. Hier unten kann man dann natürlich schauen, vielleicht noch als Ergänzung, um wie viel Prozent sich jetzt hier die Aktie entwickeln soll, ob man jetzt nur 30% nimmt, nur 10%, dann sehen Sie schon, das wird dann viel
geht dann viel näher ran. Oder ob man dann sagt, okay, ich möchte 60% Verschiebung, dann geht das Ganze schon sehr weit auseinander. Und wenn Sie sich jetzt hier mal das Ganze sogar anschauen, also Sie haben jetzt hier bei der Option jetzt ein 175er Call, ist jetzt noch teurer, ne, als vorhin, können Sie nicht mehr als die 435 verlieren. Aber wenn die Aktie sich schon von den 160 jetzt auf die 200 nahe bewegen würde, ja, wären Sie schon 2047 Euro quasi im Gewinn. Ne? Birgt natürlich alles Risiken, um Gottes Willen, aber nur, dass Sie es einmal gesehen haben. Okay, dann das dazu. Dann gehen wir nochmal rüber in den Option Trader. Der Option Trader funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Sie geben oben ein Produkt ein, drücken auf Enter, sagen Aktie Smart. Und dann haben Sie hier oben schon die Statistiken zum Produkt und hier unten gibt es die, wie vorhin auch, angezeigten Optionen. Ja, hier unten sehen Sie aktueller Kurs, circa bei 160, mit den Standardabweichungen, die da drin sind, wie viel es nach oben und nach unten geht, aber das ist schon ein bisschen fortgeschrittener. Können hier sehen, die Option im Geld, aus dem Geld, an der Farbe schon. Und wenn ich jetzt hier eine Option handeln möchte, sehen Sie schon, wenn ich mit dem Mauszeiger hier drüber gehe, ist es blau und es steht ganz klein an meinem Mauszeiger Buy Leg oder Sell Leg. Ne, man spricht bei Optionen immer von sogenannten Legs, also von Beinen. Und wenn Sie sich das hier von vorhin nochmal angucken, ein Long Put wäre quasi ein Bein, ja, also ein Leg. Und wenn man nachher eine Strategie baut, dann kann man Optionen aus mehreren sogenannten Legs übereinander legen und da bilden sich dann bestimmte Formen raus, die haben dann auch besondere Namen. Ja, so. Lass mich kurz nochmal schauen. Genau, okay. Okay, im Chart ist der blaue Bereich angezeigt. Ja. Da wollte ich tatsächlich nachher noch drauf eingehen, kann ich aber jetzt eben vorziehen. Ich habe hier die TWS so verknüpft, dass jedes Produkt, was ich hier eingebe, auch sofort im Chart angezeigt wird. Wenn ich jetzt hier unten, ich bin auf Apple, quasi auf Nvidia wechseln würde, zack, hier Nvidia drin, da Nvidia drin. Das funktioniert hier über die Gruppierung. Das hier sind die Standardabweichungen im Chart, die angezeigt werden. Das können Sie aktivieren, indem Sie unter Bearbeiten, Chartparameter gehen und dann gibt es hier in der Mitte die geschätzte Kursspanne. Und die habe ich jetzt standardmäßig auf eine Standardabweichung gestellt, also die 68,27%. Häkchen reinmachen, auf OK klicken und dann wird es wahrscheinlich bei Ihnen erstmal so aussehen, ja, dass Sie nichts sehen. Und dann gibt es hier ganz unten rechts so ein kleines Pfeilchen. Einmal auf die gerade Linie klicken, ein bisschen nach links ziehen, loslassen und dann ist die Standardabweichung da drin. Ja, zeigt Ihnen quasi an, wie jetzt bei einer Standardabweichung sich der Kurs nach oben und unten entwickeln könnte. Ich hoffe, damit ist die Frage beantwortet. Genau. Wir sagen jetzt einfach mal, wir gehen wieder zurück zu Apple. Und sagen mal, okay, perfekt. Klicken jetzt mal hier auf Buy Leg. So, dann springt das hier sofort oben rein. Ist bei meiner Orderzeile drin und rechts im Chart habe ich auch schon direkt einen Chart, ja, der mir die Entwicklung dieser einen Option anzeigt. Ja, Charteinstellungen und dergleichen, hier oben, wie hoch man seine Kerzen haben möchte, kann man unterschiedlich einstellen, wie man das am liebsten haben möchte. So, hier kann ich jetzt das Gleiche tun, wie ich es vorhin auch gemacht habe. Ich könnte jetzt hier auf Übertragen klicken, um das Ganze live zu schalten oder wieder auf Margin, Performance-Profil. Und dann habe ich wieder meinen Long Call dargestellt. Ja, immer mit maximalem Verlust, wo mein Break-Even ist, ja, und die aktuellen Kurse und die Voluminas. Ich habe jetzt hier in dem Konto Live-Marktdaten abonniert. Ja, da können Sie
Gibt es unterschiedliche Daten, die man abonnieren kann? Ich würde Ihnen am Ende noch einmal zeigen, welche Marktdaten es da gibt und welche Marktdaten für welche, ich sag mal, für welches Land, welche man da abonnieren kann. Ja, grundsätzlich ist es aber hier so, ich klicke einfach den Preis an, den Basispreis, entscheide mich, ob einen Put oder einen Call, Sie sehen es auch hier schon C und P, und ob ich kaufen oder verkaufen möchte, und dann springt es hier rein und ich könnte das Ganze live stellen. Wir machen zur Demonstration, würde ich jetzt mal einen Call handeln, der sehr, sehr weit weg liegt. Das ist jetzt, wie gesagt, keine Handelsempfehlung oder Anlageberatung, einfach nur, damit Sie es mal gesehen haben, wie das abläuft. Das ist jetzt hier ein 300er Call auf Apple mit einer Laufzeit von 88 Tagen. Und wenn ich hier auf Status übernehmen klicke, Sie sehen es schon. Machen wir mal hier. Zack, zack, zack. Bin schon selbst bis 250, bin ich immer noch im Minus. Da muss ich schon viel, viel weiter Verschiebung gucken. Und ab 300 würde sich das dann halt sehr stark nach oben entwickeln. So, ich mache mal über Mitteln. Jetzt kriege ich hier einen Order ausgeführt und kann wieder hier unten rechts, na, in der TWS, in der klassischen Tradingsansicht oder hier oben in der klassischen Ansicht unter Portfolio, kann ich jetzt drauf gehen. Und da ist dann jetzt die Apple, ist jetzt hier drin und die läuft jetzt. Na, also unrealisiert sind die 3, na, da ich ja 3 Cent Optionsprämie gezahlt habe, mal 100 sind 3 Dollar. Und hier würde ich jetzt die ganze Zeit meine Position laufen sehen. Meinen Tages-G und V habe ich hier drin angezeigt. Und könnte jetzt auch wieder hingehen und sagen, Rechtsklick. Könnte das Ganze jetzt verlängern. Also wenn die, quasi wenn die Laufzeit sich dem Ende neigt, könnte ich dann quasi eine weitere Laufzeit, man nennt das auch Rollen, ja, dass ich die Option quasi einfach verlängere. Ja, ich gehe jetzt aber hier über Schließen. Sage jetzt übermitteln und übermitteln und meine Position ist wieder geschlossen. Ja. Das einmal, dass Sie so gesehen haben, wie der Prozess so funktioniert. Okay. Ich zeige Ihnen jetzt mal, was man mit Optionen so basteln kann. Ja, klar, wir sind, machen eine Einführung, aber nur, dass Sie mal gesehen haben, denn in der Regel ist es so, diese Optionen, die nur ein Leg haben, ja, das nennt man, man kauft einen Naked Call oder einen Naked Put, ne, das heißt nur wirklich einen Long Call zu handeln, das machen sehr viele, ja, gerade auch, wie gesagt, das, weil man ja bei den Long Positionen nicht mehr als seine Prämie verlieren kann, aber es gibt auch Kombinationen aus einzelnen Optionen, die dann dazu führen, dass man gegebenenfalls in einem gewissen Preisabstand ja, die Prämie vereinnahmt und also quasi eine doppelte Prämie und dann erst, wenn der Kurs unter oder über einen gewissen Punkt steigt oder fällt, dass man ab da dann erst Verlust macht. Ja, das sind dann so Kombinationen aus unterschiedlichen Optionen. Dafür gehe ich jetzt mal auf den Strategiebilder. Und mache jetzt mal, Sie sehen schon, hier gibt es vorausgefüllte Sachen. Na, Sie sehen schon die in klein hier die ganzen Symbole. Und jetzt mache ich mal als Beispiel, machen wir jetzt mal einen Strangle. Zeige ich Ihnen jetzt. So, dann gehen wir mal hier hin. So, und sagen, verkaufen. So, jetzt habe ich mal einen Strangle hinzugefügt. Also Sie sehen schon hier, einen Call verkauft und einen Put verkauft. Und wenn ich jetzt hier
zur Kursnotierung hinzufüge. Ja. Haben Sie oben jetzt drin stehen, okay, Short Strangle mit einmal einem 150er Call und einem 175er Put. Ja, das sind beides Optionen, die man verkauft. Das heißt, ich bekomme für beide Optionen eine Prämie. Ja, das heißt, ich möchte, dass sich der Kurs bitte innerhalb von dieser, ich sag mal, Range bewegt, von 150 bis 175. Ne, hier oben meine Optionsstrategie, der Short Strangle, der weist ein Minus aus. Ja, das heißt, ich bekomme das. Und wenn ich jetzt hier sage, zack, Performance Profil. Und wir sagen, 17. Juni. Nee, das wollte ich nicht. So, das ist richtig. So, das heißt jetzt, ich bekomme für meinen Call, den ich verkauft habe, eine Prämie und für meinen Put, den ich verkauft habe, eine Prämie. Daraus entwickelt sich quasi, wenn Sie sich an die Grundpositionen erinnern, ich zeige Ihnen das nochmal eben. So, den einen und den anderen. Und wenn man die zwei Short-Positionen jetzt übereinander legt, den Short-Put und den Short-Call, ja, der kommt von unten rechts und geht hier rüber, geht in den Short-Put und geht wieder nach unten. Dann sieht man, dass das genauso aussieht wie hier. Und die Kombination aus einem Short-Put und einem Short-Call nennt man Strangle. Ja, das ist eine Optionsstrategie, die einfach davon ausgeht, dass sich möglichst der Kurs der Aktie nicht höher als hier und nicht, also beziehungsweise nicht tiefer als hier und nicht höher als hier entwickelt. Ja. Ich bekomme jetzt quasi sofort nach Ausführung 915 Dollar. Ja, habe die sofort in meinem Konto. Was natürlich nicht passieren darf, ja, ist, dass der Kurs über die 100, Sie sehen es hier schon, 184,15 geht oder unter die 140,85. Denn ab dann bin ich wieder im Minus. Ja, das ist natürlich, das muss man abwägen, was die Erwartungen sind. Wenn Sie jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, das ist jetzt eine Aktie, da sehe ich jetzt nicht viel Bewegung binnen der nächsten zwei Monate, dann kann man sowas handeln, ja, dass ich die beiden Sachen verkaufe, ja, also den Call verkaufen und den Put verkaufen und daraus würde sich dann so ein Short Strangle hier ergeben. Ja, das Ganze kann man natürlich auch noch andersrum machen, nicht mit einem Short Put und mit einem Short Call, sondern Sie sehen es auch schon, wenn der eine hier von oben runter geht, läuft hier unten und geht wieder hoch. Das heißt, wenn ich jetzt einen Call und einen Put kaufen würde, beide natürlich also aus dem Geld. Ja, das heißt, wenn ich den Call müsste ich jetzt oberhalb, also der Strike des Calls müsste oberhalb des aktuellen Kurses liegen. Sonst macht die Optionsstrategie keinen Sinn. Ja, das heißt, Sie hätten quasi die Prämie vom Long Put, den Sie zahlen müssen, und die Prämie vom Long Call und das Ganze würde sich umdrehen. Ich zeige Ihnen das mal, wie das aussehen würde. So. Zack. Sehen schon hier in der Vorschau. Und dann machen wir hinzufügen und haben hier oben außerhalb des Geldes rot, ja, und müssten dann dementsprechend jetzt hierfür auch etwas bezahlen. Rechtsklick, Performance-Profil, Verfallstag anklicken und das Ganze sieht so aus. Ja, das heißt, Sie haben jetzt genau das Gegenteil, 9,36 müssen Sie bezahlen als Prämie. Die sind sofort weg, ja, mehr können Sie nicht verlieren. Aber sollte der Kurs weniger als 140 werden oder mehr als 184, sind Sie im unbegrenzten Gewinn in beide Richtungen. Das kann man jetzt so interpretieren, dass
Sie gehen davon aus, dass da jetzt sehr viel Bewegung in dem Markt sein wird. Das heißt, egal nach oben oder nach unten, ja, Hauptsache sehr viel Bewegung. Ne? Deshalb nennt man einen Strangle auch eine Volatilitätsstrategie, weil die darauf abzielt, dass sehr viel Bewegung passiert. Ja, das mal nur so als Beispiel, was man damit machen kann mit Optionen. Aber ich denke, rein für die Einführung reicht es erstmal, sich mit den vier Grundpositionen auseinanderzusetzen. Sie haben ja, wenn Sie ein Live-Konto bei FXFlat haben, haben Sie ja die Möglichkeit, ein Paper-Trading-Konto zu nutzen, ja, wo Sie auch immer wieder den Betrag auffüllen können, selbstständig. Ja, da kann man ein bisschen ausprobieren, bevor man sich an den Live-Handel wagt. Und von daher, das ist eine ganz gute Methode, um vielleicht mal ein bisschen die ersten Berührungspunkte, sag ich mal, mit Optionen zu machen. Ja, das ist so ein bisschen einführungsmäßig Optionen gewesen. Grundposition. War das? Ich lese einmal kurz die Frage vor. War das letzte Beispiel für Gewinn in jede Richtung mit maximalem Verlust der Prämie? Das ist korrekt. Ja, ein Strangle ist eine Option, also ein Long Strangle, den ich hier gerade gezeigt hatte. Ich mache nochmal das Performance-Profil auf. Ja, das heißt, einen Put und einen Call jeweils außerhalb des Geldes zu kaufen, begrenzt den Verlust auf die Prämie der zwei Optionen. Und sowohl auf der einen Seite hat der Put ein unbegrenztes Gewinnpotenzial, natürlich nur bis die Aktie bei Null ist, weil weniger geht ja nicht. Und auf der rechten Seite der Call, natürlich unbegrenztes Verlustpotenzial dementsprechend, wenn die Aktie steigt. Das haben Sie genau richtig verstanden. Ja, wie gesagt, ich zeige Ihnen einmal nochmal eben, was für Marktdaten man abonnieren könnte. Geben Sie mir da für eine Sekunde. So, ich bin jetzt einmal auf unserer Website, auf fxflat.com und gehe jetzt einmal unter Trader Workstation Konto und Marktdaten. Ja, das Ganze können Sie natürlich, ja, wenn Sie in der TWS sind, unter Konto und Kontoverwaltung, können Sie natürlich die Marktdaten in der Kontoverwaltung abonnieren und sich da dann halt die Marktdaten abonnieren. Genau. Ja, es wird eine Aufzeichnung geben vom Webinar. Das auf jeden Fall. Ich denke mal, dass das binnen der nächsten 2 Tage auf unserem YouTube-Kanal dann zur Verfügung gestellt wird. Ich zeige Ihnen das nochmal eben. Gib mir eine Sekunde. So, unser YouTube-Kanal einfach bei YouTube FXFlat eingeben. Ja, dann finden Sie unseren YouTube-Kanal. Da sind die ganzen Webinaraufzeichnungen drin und da wird dann auch unter den Videos in den nächsten Tagen das neue Video drin sein. Ja, das auf jeden Fall. So, unter den Optionen muss man natürlich jetzt schauen, was für Werte man handeln möchte. Ja, wenn man jetzt ein Konto bei FXFlat hat und nur Optionen handeln möchte, na, dann braucht man natürlich nicht allerhand andere Sachen wie Aktien, Live-Marktdaten oder für Futures oder dergleichen. Ja, ich hatte jetzt, also grundsätzlich ist es immer Ihre eigene Entscheidung, was für Marktdaten Sie da abonnieren. Ne? Wenn Sie uns jetzt sagen, okay, Sie wollen das und das Produkt handeln, können wir natürlich schauen, dass wir da das Richtige für Sie finden. Ne, ich hatte jetzt beispielsweise das hier unten für 1,50 $ und hatte damit an den amerikanischen US-Börsen, Optionsbörsen, die Live-Marktdaten. Ja, wenn man natürlich sagt, okay, man handelt unter anderem auch Aktien und auch Option und auch Futures, dann würde sich das Bundle, ja, Snapshots Futures für $10 plus dann dementsprechend US-amerikanische Aktien und Optionen auf jeden Fall auch lohnen. Ja, da ist man günstiger, als wenn man alles irgendwie einzeln hin und her abonniert. Nur das noch dazu zu ergänzen. Okay, das ist so das gewesen, was ich noch zu den Marktdaten sagen kann. Jetzt weiß ich nicht, gibt es noch irgendwie eine Frage oder sowas zu Optionen? Jetzt nicht zu tiefgreifend,
Sowas, was wir jetzt hier beantworten können, dann können wir da gerne noch drauf eingehen. Aber so war das jetzt erstmal von unserer Seite aus. Ja, eine grobe Einführung in den Optionshandel. Was ist eine Option? Wie funktioniert das Ganze ein bisschen? Und vor allem, wie gebe ich das in der Trader Workstation ein? Ne, weil das ganze Webinar wird natürlich auf YouTube zur Verfügung gestellt und soll auch im weiteren Verlauf, falls mal eine Frage aufkommt oder sowas, zur Ordereingabe da Hilfestellung leisten. Also wenn eine Frage ist, gerne raus damit. Kein Problem. Wenn Sie darüber hinaus, in der Zeit, wo Sie jetzt vielleicht noch irgendwie überlegen oder sowas, wenn Sie noch irgendwie eine Idee haben in den nächsten Tagen oder sowas, worüber man noch sprechen könnte, jetzt in Bezug auf Optionen, dann schreiben Sie uns das gerne. Ja, schreiben Sie uns gerne an die service@fxflat.com, Ideen oder dergleichen, worüber wir vielleicht in dem Webinar nochmal sprechen können. Und dann werden wir in dem nächsten Termin vielleicht das Ganze auch nochmal anreißen können und besprechen können. Ja, jetzt ist gerade eine Frage reingekommen bezüglich den Optionsdaten, ob man die über FXFlat bestellt. Ja, das kann ich auch wieder so mit einem Jein beantworten, denn schlussendlich sind wir ja von FXFlat, wir sind ja Introducing Broker von Interactive Brokers. Ja, das heißt, Sie loggen sich über die FXFlat Website, hier oben Trader Workstation Konto und TWS Kontoverwaltung, loggen Sie sich in die Kontoverwaltung ein und bestellen darüber die Marktdaten. Ja, also Sie fügen die jetzt nicht irgendwie von extern ein, sondern Sie bestellen die über die Kontoverwaltung. Ah, okay. Also ich denke, Sie meinen, wie man hier dieses Layout bauen kann, denke ich mal. Ja, also da gibt's, das erfährt man in dem Einführungswebinar, das ist korrekt. Aber grundsätzlich haben Sie hier oben in der TWS so ein kleines Schloss, wodurch Sie, wenn ich das anklicke, ja, dann wird alles quasi grün und beweglich und ich könnte mir jetzt hier das wegziehen oder wieder dahin machen oder dergleichen und somit mein eigenes Layout bauen. Aber das haben wir ausführlich in den Einführungswebinaren zur Trader Workstation nochmal gemacht. Ja, da werden Sie auf jeden Fall was finden. Da sind auch Timestamps drin in den Webinaren. Auch heute werde ich für das Video noch wie so kleine, ich sag mal, Kapitel einfügen, ja, dass wenn Sie sich das Video anschauen, Sie einfach nur in der Beschreibung auf die jeweilige Minutenzeile klicken können und dann genau zur passenden Position springen können. Das ist in den Einführungswebinaren auch genauso. Da gibt es auch einen Punkt Layout anpassen, einfach draufklicken und dann wird das an der Stelle auf jeden Fall auch erklärt. Okay. Gut, da kam jetzt keine Frage mehr rein. Von daher. Gut, wie gesagt, wenn irgendwas sein sollte, wenn Sie Ideen oder dergleichen haben, gerne uns eine Mail schicken an die Service. Ansonsten, wenn Sie Fragen zur Plattform haben oder sowas, ja, oder zur Orderaufgabe oder zu Optionen an sich, Sie können uns gerne immer anrufen. Ja, während der Kundenservice von FXFlat ist ja 24 Stunden unter der Woche erreichbar. Bestenfalls halt immer zu den üblichen Handelszeiten können Sie uns immer am besten erreichen. Und dann können wir Ihnen da auch gerne weiterhelfen an der Stelle. Ja, gut, dann soll es das erstmal für diese Woche gewesen sein. Wenn ein neuer Termin online kommt, werden Sie darüber auf jeden Fall im Newsletter oder dergleichen informiert. Und von daher würde ich sagen, machen Sie sich noch einen schönen Abend, bleiben Sie alle gesund, passen Sie auf Ihre Positionen auf und vielleicht sieht man sich ja wieder. Bis dahin, gerne, gerne. Super, danke fürs Feedback. Freut mich. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.